Dubi dam dam da dubi da ba dibi dam. Du singst du mit. Dubi dam da dubi dibi dam. Alles klar, Leute, was geht ab? Willkommen heute hier zurück zu Roman und Lars spielen Minecraft 1.15 mit mir, dem Roman und natürlich dem Lars. Hi Lars, was geht ab? Hi Roman. Weißt du, der Witz an der ganzen Sache ist, es gibt voll viele Zuschauer, die uns so oder so schon voll oft vertauschen. So, und jetzt bringe ich auch noch diesen Joke. Ha! Weißt du? Das ist ultra witzig, sag ich dir. So, Alter, Freunde, es hat sich in der letzten Zeit ein bisschen was getan. Und zwar habe ich hier ein bisschen was umgebaut. An meinem Haus, an ein paar Sachen. Und zwar muss ich mal kurz... Yo, so, check this. Du hast Roman, was umgebaut, oder Roman, ich habe nur eine Treppenstufe in meinem Inventar. Warum ist da nur eine Treppenstufe? Warum hast du nur eine Treppenstufe im Inventar? Naja, weil man im Game-Mode sowieso immer nur eine braucht. Nein, es war natürlich gecheatet, keine Sorge, Leute. So, und ist zwar habe ich Problem hier, ich habe jetzt macht hier immer Witze, der macht Späßle, tut der tut so. Aber echt, das ist echt so. Ich warte mal, ich weiß sogar, was das für eine Treppenstufe ist. Das ist so eine dunkle Treppenstufe, gell? Ja, natürlich ist es eine dunkle Treppenstufe, ja, weil ich hier was gebaut habe. Lass mich doch mal kurz den Zuschauern zeigen. Also eine übrig geblieben, ja, gell? Ist es, weil ich nämlich vorhin das hier rausgebaut habe und habe die dann sozusagen genutzt. So, jedenfalls, das hier habe ich jetzt neu gebaut. Ich glaube, hier werde ich in der Mitte alles durch Glas ersetzen. Hier wollte ich eigentlich, das wollte ich eigentlich ganz anders bauen. So, das hier müsste man irgendwie gucken, dass man das irgendwie anders macht, keine Ahnung, aber nee, so an sich... Du wolltest gerade sagen, das wollte ich anders das cheaten eigentlich. Das Einzige, was hier so ein bisschen, blöd aussieht, ist, glaube ich, diese Ecke hier. Da muss man mal gucken, wie... Ich glaube, die muss man so rum machen. Ich will so mal gucken, wie ich mir das zurecht cheate. Nein, falsch rum. Roman, geh jetzt den Leuten nicht auf die Nerven, okay? Mach du mal wieder dein komisches Aerosol-Ding, was du da machst. Und ich mach Quality-Content. Übrigens, Leute, ich habe jetzt einen neuen Slogan, und zwar... Was habe ich die überhaupt gesagt? Die Rolex. Nein! Nein, das ist das Dings. Was habe ich gesagt? Qualität-Content pur nach... Mann, hau ab, du dummes Huhn! Das ist der Slogan. Der Slogan war schon mal besser, Mann, wieso kriegt der diese Treppenstufe nicht hin? Du, ich weiß es nicht. Junge, will das Ding mich hier gerade... Weißt du, was ich sagen muss, Lars? Ich habe immer wieder Spaß, mit dir einfach mal so eine Runde Minecraft zu zocken. Ich weiß, schön, wir sind ja auch allerbeste Spaß. Freunde. Lässt sich das... Ach, weißt du was, ey, jetzt, aber... Was ist das? Was ist das? Das geht nicht. So, was geht nicht? So, das hier zu. So, wisst ihr was, Leute? So sollte das aussehen, okay? Alles richtig, alles top, alles tibidi-torbidi. Jetzt geht's! Wieso geht das denn jetzt? Ach, egal. Also, so sieht das Ding aus. Lass mich in Ruhe. So sieht das Ding aus. Hier ist Queen Bee, die muss ich wieder einfangen, weil die nämlich die unsterbliche Biene ist. Da werden wir in der nächsten Folge noch ein paar neue Experimente mit denen machen. Also schaltet ein, 14 Uhr jeden Tag und hofft auf eine neue Folge. 14 Uhr. Weil manchmal kommen die Videos auch trotzdem zu spät, obwohl ich gesagt habe, yeah. Nee. Mehr nicht, gell? Ich sag es einfach gibt ein Problem, yeah. Das haben wir schon angesprochen. Lars schreibt, also ihr müsst mal so ganz ehrlich sein in den Kommentaren. Findet ihr das kacke, dass Lars einfach keine Folgennummern in den Titel reinschreibt? Oh, Junge. Man weiß bei Lars gar nicht, welche Folge man da eigentlich anguckt. So, ich das ganz, warte, ich muss mal kurz warten, bis alle Mücken gehen. So, man Alter, weiß einfach nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sobald ich einen Honig klaue, werden die alle aggressiv, ey. Aber hier gibt es nämlich den Trick, Leute, den habe ich jetzt nämlich auch noch mit dazu gebaut. Und zwar kann man jetzt hier hochklettern und kann dann sozusagen von oben dann... nice fischen, aber da werde ich, glaube ich, noch so eine Trapdoor oder sowas hinmachen, damit das Ganze hier ein bisschen... Nee, das ist keine Trapdoor. Wie geht denn nochmal eine Trapdoor? Weiß ich nicht, aber du bist der Frage ausgewichen, warum du keine Dings-Episodennummer reingeschrieben hast in die Weil Folgen. Ich keine Zeit dafür habe. Das hier ist übrigens mein Furnace-Baum. Den Furnace-Baum. Keine Zeit. Ich muss immer Videos machen. Ich muss hustlen. Hassel. Boah, du musst schon echt. Und ich hab eben noch was Cooles an meiner Dings-Mob-Farm verändert und sowas, also mit Roman zusammen. Und ich habe dafür gesorgt, dass hier hinten, da wo die ganzen Bienen leben, alles ausgeleuchtet ist. Seht ihr das? Da wo Roman gerade läuft, guck mal, ich sehe dich. Ja, ich muss mir ein bisschen Holz schnappen. So, genau, also ich habe da auch nochmal alles ausgeleuchtet. Sieht abends mega cool aus. Kannst du bitte gleich vom Server gehen, damit ich hier Dings kurz machen kann. Und
Achso, ja, dann bleib halt unten kurz. Ich will nämlich noch ein paar andere Sachen zeigen. Dann habe ich ja, hier okay, diese gut, Treppen. Dann gehe ich drauf, weil ich muss nämlich Holz dann habe ich hier noch diese Treppen hingemacht. Das ist auch mega cool. Dann habe ich die Lilypads erweitert und ich habe unter den Lilypads noch so eine Art Leucht-Glowstone-Dingens-Kirchen-Gedöns. Seht ihr das? Also so Glowstone. Den haben wir in der letzten Folge, haben wir den gefarmt. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, das war irgendwie, wir sind gefangen in der Hölle oder irgendwie sowas habe ich das genannt. Keine Ahnung. Checkt das auf jeden Fall aus. Checkt es. War auf jeden Fall cool. Ich leg mich jetzt mal kurz pennen. Roman, legst du dich, gehst du kurz raus? Ich leg mich auch gleich schlafen. Nein, geh raus. Dann ist direkt wieder Day. Verstehst du das? Okay, komm wieder rein. So. Ich komme. Also wie gesagt, wir werden in der nächsten Zeit nochmal ein paar Experimente mit den... Oh nein. Oh Mann, hier sind ein paar Dings. Du musst mir gleich kurz helfen. Bei was? Gleich kurz helfen. Au. Blub, helf mir bitte. Aua. Bei was brauchst du denn wieder? Hier bei den Kack-Skeletten, die mich hier angreifen. So, hab sie besiegt, ohne deine Hilfe jetzt. Du bist kein richtiger Freund. Du bist einfach kein richtiger Freund. Das ist die Sache. Was ist für nicht richtiger Freund? Natürlich. Komm, dann erzähl mir mal eine übelst liebe Sache, die du mal für mich getan hast. Komm, eine. Hab ich dir nicht mal einen Döner oder sowas gekauft? Nein. Doch. Wann denn? Und dann willst du immer das Zehnfache dafür zurückhaben. Ja, 10 Döner. Ja, oder 100. 100 Döner? Das ist, habe ich mir noch nie getraut. Schon Bock auf einen Döner irgendwie heute. Hätte Bock auf 100. Was habe ich eigentlich heute gegessen? Weißt du, wir sagen, glaube ich, so in jeder Folge, ey, lass doch mal heute einen Döner essen, oder? Wir sind noch nie Döner essen gegangen. Ich bin auch noch nicht Döner essen. Ey, warte mal. Lass mal die Leute einfach abstimmen. Wollen die mal ein Video sehen, wo wir einfach mal gemeinsam einen Döner essen gehen? So? irgendwie funktioniert die Mobfarm nicht so ganz. So, die Folge heißt dann einfach... Roman und Lars essen einen Döner. Alter, ich habe auch schon überlegt, dass ich einfach so mal eine Pizza bestelle, die so alles drauf hat und dann noch eine Pizza bestelle, die alles drauf hat, die dann zusammenlege und dann einen Pizza-Burger, Döner-Pizza. Ja, das können wir machen. Ein nicer Pizza-Döner. Ey, ich schwör's dir. Was? Wir haben ja hier, Leute, ihr seht es, wir haben jetzt hier diese komplette Falle sozusagen zugebaut. Aber irgendwie spawnt da trotz allem nichts drin. Ich glaube wirklich, dass wir echt einen Monster-Spawner dafür benutzen müssen. Mr. Sandman! Bum, 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 bum. Aber irgendwie ist das alles ein bisschen kacke gerade, oder? Irgendwie funktioniert das alles nicht so gut. Aber weißt du, was ich für eine coole Idee habe, Roman? Was hast du denn für eine Idee, die innovativ ist. Geht alle Entdeckung, Lars hat eine Idee. Achtung! Ja, also ich habe eine krasse, innovative, übelst nice, mega, crazy, heftige Idee und zwar, ich verlasse den Server. Oh, ja! Das ist die beste Idee deines Lebens. Nee, ich würde gerne mit dir zusammen anfangen, einen Rollercoaster zu bauen. Beziehungsweise kein Standard-Rollercoaster, wie man ihn kennt, sondern ich möchte schon richtigen Dings machen. Weißt du eigentlich, dass ich immer der bin, der immer Stress mit den Bienen anfängt? Du machst seit fast 40 Folgen einfach nichts anderes außer Bienen. Lol, die greifen mich alle nicht an. Ich glaube auch, Lars ist der Mensch, der am wenigsten Fortschritt hat nach so 20 Stunden Spielzeit. Du laberst. Was hast du denn vorzuweisen? Guck dir mal mein Dings an. Ich habe mehr. Guck mal, das ist 1.15. So, ja? 1.15. Ja. 15. 15 steht für Bienen. So, wenn du alle Buchstaben in 15 änderst, kommen Bienen raus. Oh, okay. Das wusste ich nicht. Eben. So. Und ich habe mehr mit Bienen gemacht als du. Ja, das stimmt vielleicht. Danke. Danke, dass du selbst... Dafür habe ich ein Atomkraftwerk. Dafür hast du ein Atomkraftwerk gebaut. Das ist auch eine tolle Sache so, aber bringt uns halt auch nicht unbedingt weiter. Natürlich bringt uns das weiter. Wo sind eigentlich einen Menschen, dem ein Atomkraftwerk nicht gut tun würde? Ist einfach noch ein Honigdings? Ja, einige. Gibt es auch Tschernomobil und sowas. Tschernomobil. Oh, Mr. Sandman. So, ich setze es hier hin und dann mache ich dann Bienenknast. Du machst einen Bienenknast? Das ist das Ding hier, was ich habe. Knast. Ja, die sind gezwungen. Ich habe da auch jetzt mittlerweile ein paar Dings reingelegt. Ein paar Blumen, dass die sozusagen einfach nur noch an diese Blumen gehen, pflücken und gehen wieder rein und ich
Und ich gehe nur noch hin und hole mir den Honig. Und dann sind die kurz aggressiv, so, dann mache ich direkt die Tür zu, hole ich mir den Honig von denen. Guck mal, weißt du? Das ist ja fast wie im echten Leben, ey. Genau so muss das sein. Der Bienenknast steht. Bienenknast steht, schön. So, okay. Ich habe da vorgehabt, genau, eine Rail. Ich habe Rails. Ich bin aber am Überlegen, wie wir das machen. Wollen wir sozusagen Rails von hier so richtig nice? Also, wir haben ja beide gesagt, so, wir wollen das richtig nice machen. Mhm. Ja, richtig nice, nice. Deine Brücke ist cool. Die ist nice, ich sehe die gerade schon von hier. Wo kann ich da, wo darf ich denn bei dir sozusagen die Railway Station hinpacken? Dass es dich nicht stört. Also, warte mal, wofür willst du die Achterbahn benutzen? Einfach so zum Dings, zum Handeln und Tauschen von Gütern. Ja, du willst die. Okay, pass auf. Das heißt, lass doch auf die Brücke, die wir da haben. Lass doch da Schienen hinmachen, sodass wir uns gegenseitig Items immer rüberschieben können. Ja, aber das ist ja nicht nice. Es geht mir darum, ich will schon so eine 1.5 Strecke haben, die sozusagen. Ich habe viel Eisen. Das heißt also, wir könnten theoretisch auch viele Rails noch craften. Ich weiß aber ehrlich gesagt gerade nicht mehr, wie man die nochmal craftet. So bin ich ein bisschen hinterher, was das angeht, in der Zeit. Ich bin noch immer Dings in der Version 1.2.5. Ich hänge richtig nach. Ich habe aber wir voll brauchen viele halt definitiv Blöcke, die... Redstone. Ich habe Redstone. Ja. Ja, genau. Wir brauchen also du willst einen Plan auf... Das Ding ist, wir müssen halt wirklich planen, wo wir das hinbauen, sodass es Sinn ergibt. So. Ja, schon klar. Ich finde diese Brücke, die ich da gebaut habe, ein bisschen zu groß, finde ich. Frage ist, ich habe, ich habe ehrlich gesagt auch nicht so wirklich einen Plan. Ich würde gerne so, dass alles befahrbar ist, weißt du? Dass man dann sozusagen einmal eine richtige Runde fahren kann und dass dann alles, was hier so ist, befahrbar ist. Sozusagen einmal von hier oben nach unten, dass man zum Dings kann, dann zu dir. Also ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal so ganz, ganz schlicht und ergreifend. Oh, okay. Aber machst du nicht hässlich? Du bist hässlich. Mm-mm. Hör auf zu essen. In meinem Video wird nicht gegessen. Esse nicht. So. Esse nicht. Für die nächsten Folgen werde ich, glaube ich, nochmal was anderes Cooles machen. Und zwar für diesen Weg da hinten irgendwie so eine Art Fahrstuhl. So eine Art Stuhlgang. Mach doch. Was ist? Die Railway. Dort Richtung. Ja, irgendwas, wo ich halt keinen Bock habe. So, ich möchte gerne automatisch nach hier oben fahren, automatisch zu dir runterfahren, sodass wir keinen Weg uns geben müssen. Aber ich dachte, du willst noch deinen Fahrstuhl bauen. Ja, der kommt noch. Der kommt in den nächsten Folgen. Schaltet ein. Aber wofür brauchst du denn einen Fahrstuhl, wenn du dann eine Railway hast, die dich hoch und runter fährt? Aber ich möchte den Fahrstuhl da auf die da machen. Die bei deinem Atomkraftwerk, deinen Dings. Das verseuchte Gebiet da hinten. Und da möchte ich dann Dings drauf noch eine krassere, größere Bienensache machen, die ich aber jetzt noch nicht verraten möchte. Verstehst du das? Du willst auf mein Atomkraftwerk obendrauf was hinbauen? Nein, hinten dran. Da ist doch auch eine Plattform. Oh, Roman, du bist so dünn wieder. Ja, aber wo bauen wir dann den Rollercoaster hin? Ja, das ist eine gute Frage. Lass ihn doch unter Wasser bauen. Aber unter Wasser ist so schwierig. Da brauchen wir auch Schwämme für und so. Schwämmle. So, ich aber würde sagen, wir starten hier. So. Was ist? Was ist denn? Lass nicht da starten. Wo denn sonst? Lass hinter deinem Haus starten. Okay, dann starten wir halt hinterm Haus. Aber warte mal. Wir starten doch nirgendwo. Es gibt nirgendwo einen Start. Das wird doch ein Rundkurs werden. Das muss rund werden. Ja, deswegen würde ich sagen, ich take den Weg hier. So, dann nehme ich hier meinen Dingsbaum, den ich hier gebaut habe. Den lasse ich stehen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach hier mit an. So. Warte mal, ich würde sagen, wir sollten diese Bahn lieber um unser gesamtes Kreissystem hier herum. Hab ich doch gesagt! Aber sag mal, wir werden dafür locker 500, 600 Schienen brauchen. Weil der Umfang von der Fläche, auf der wir wohnen. Ist bestimmt nicht so angenehm. Aber du hast doch Dings. Du hast doch noch Create Mode, oder? Creative Mode. Hä, du kennst dich doch damit so gut aus. Das ist doch dein Ding. Ja, dann wohin sonst? Dann mache ich einfach eine Rail zu dir. Okay? Einfach eine richtig entspannte so, eine Brücke. Aber die wird hässlich aussehen. Du bist hässlich. Nein. Nein. Wir diskutieren hier 50 Jahre. Lass sie doch unterirdisch machen. Hä? Was ist, wenn wir unsere Häuser miteinander verbinden und wir machen das unterirdisch? Und dann können wir auch unterirdisch unsere Kohle und so ein Scheiß alles
miteinander tauschen. Ja, okay. Aber wo soll die runter? Wo soll die unten lang gehen? Okay, ich weiß schon. Ich gehe in den Berg hier rein. Du brauchst halt einen Keller. Du bist ein Keller. So, hier kann man runter. Und das muss man dann in den nächsten Folgen, aua, auch schöner bauen. Hier. Wo bist du? Komm mal. Das ist hier, da wo wir mal... Ah! Ja, genau, da kannst du doch dein Dings anfangen. Aber du musst noch ein bisschen tiefer. Genau. Dort, wo das Wasser unten auf dem Boden aufkommt, da kannst du den Keller bauen. Warum nicht hier? Bist, na, weil du sonst nicht unterm Boden bist. Ich bin klar, bin ich hier unterm Boden. Guck mal. Nein, du bist nicht mal unterm Wasser. Guck mal. Ja, ist doch egal. Das ist doch egal. Hä? Warte. Du verstehst es nicht. Du verstehst es nicht. Du musst es tiefer setzen. Warte, wenn ich hier... Ja, aber wenn hier Wasser reinfließt, wäre doof. Aber ist doch egal, dann haben wir sozusagen noch eine Strecke, die wir dann auch so schön über Glas... Weißt du, ich meine? Oh. Nein! Hätte es doch geil, guck mal. Dann fährt man sozusagen hier durch, hier fängt's an. Dann fährt man hier so das kleine Stück hoch. Nein! Das sieht cool aus. Und dann machst du hier noch so eine Glaskuppel oben drüber oder sowas. Verstehst du? Also haben wir dann doch eine Unterwasserstrecke. Ein bisschen. Also hatte ich von Anfang an recht. Nein, du hattest nicht recht. Du bist einfach ein Vollidiot. Hör auf, mich zu schlagen. Okay, so, okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal den Weg, den wir gehen wollen. Machen wir hier Dings. So, bisschen Licht. Ich setze jetzt schon mal die ersten Schienen und dann kann es losgehen. Und dann können wir jetzt in den nächsten Folgen immer dafür sorgen, dass es hier unten immer schöner wird, okay? Aber ich würde es schon ein bisschen, soll ich sagen, schon im Untergrund bauen. Also noch tiefer. Man kann ja hier dann nochmal ein Stück weiter runterfahren. Ich will nicht, dass das Glas oben rausragt. Okay. Du darfst ja mitbestimmen, weil das ja auch schließlich mit deinem Projekt ist. Dann machen wir es so. Ja, weil sonst kommt es auch nicht in meinem Keller an. Ich möchte es mit meinem Keller dann verbinden, sodass mein Keller eine Bahnstation zu dir hat. Okay, dann bauen wir es tiefer. So. So, so, so. Und zack, zack, zack. Ich denke mal, das wird doch ein bisschen cooler sein, weil ich das... Das sind Ideen, die sind mir halt gekommen, weißt du? Du hast nicht so viel dazu beigetragen, aber es ist okay. Verstehst du? Wir können doch auch einfach eine Schwimmlinie machen. Das ist dann so ein Platz, wo wir immer schwimmen. Unter Wasser. In der Glaskuppel. Stimmt so, dass man einfach Dings trainieren kann. Für die olympischen... Minecraft. Für die olympischen Minecraft-Spiele. Minecraft-Winterspiele. So. Guck mal, ist das hier ungefähr die Höhe, die wir brauchen? Ja, genau. Kommt da überall unten durch? Denkst du, der kommt überall unten durch? Aber man kann es ja auch dann im schlimmsten Fall nochmal irgendwie zubauen. Du kannst entweder zubauen oder ausbuddeln. So, perfekt. Geht doch perfekt auf von den letzten Schienen. Hast du dich hier reingecheatet gerade? Nee, ich bin einfach durchgeschwommen. Jetzt, das würde ich jetzt auch sagen. So, okay, also, der Dings Rail Station Beginn. Das ist unsere Trading Station. Das heißt, falls wir irgendwie traden sollten oder sowas, Leute, werden wir das alles dann sozusagen unterirdisch machen. Wie so Dealer, gell? Hey. Unterirdisch. Einfach ja, aber nee, ich finde, das ist eigentlich eine coole Idee, weil dann können wir unterirdisch zueinander reisen und wir können unterirdisch miteinander handeln. Ja, genau, dann lass da unten noch irgendwie so einen Fischmarkt aufmachen oder sowas und dann gib ihm. So, also ich denke mal, wir sind für heute hier fertig, das war's. Wir haben jetzt angefangen, das Ding hier zu bauen. Nice. Haben alles gezeigt, was hier zu machen war und ich würde sagen, das war's erstmal für heute, oder? Yeah! Schaltet in den nächsten Folgen ein, um zu sehen, wie das Ganze hier aussieht, Leute. Das wird echt mega interessant, mega spannend. Hoffentlich klappt das auch alles. Vielleicht. Ja, vielleicht. Vielleicht werden wir uns irgendwann mal wiedersehen. Tschüss.